Hallo und willkommen, meine Freunde, und guckt sich mal einer an, das an, was hier schon wieder los ist. Ich habe gerade so ein bisschen die Kontrolle über die Menge verloren. Peggy, darf ich Foto? Darf ich in die Gruppe? Darf ich ein Foto, wenn es geht? Stefanie, ja, aber du musst halt irgendwie durch die Menge kommen. Genau. Und dann reiten wir mal... Ja, ich wollte eh nach Jarlaheim, weil ich ja dann da Aufgaben machen kann. Das würde dann gut passieren. Gut funktionieren. Was rede ich eigentlich? So, wir müssen mal gleich mal gucken, wenn hier... ja, es ist sehr lieb von Anne, aber es braucht's nicht. Also ich habe jetzt da kein großes Problem damit, dass die Leute hier da dabei sind. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir dann darüber ziehen und dann vielleicht irgendwo noch ein kleines Screenshot hier machen, ne? Das so als Treff-Dings, ne? Dass wir da sind. Und so. Ja. Mich stört es halt auf jeden Fall nicht, dass sie dabei sind. Es hört sich mir so blöd an, weil viele dann schreiben, doch, Peggy mag das total. Und dann lese ich in manchen Foren, wenn dann da so steht, ja, und der findet es auch noch voll geil, wenn die alle die Leute nerven. Und dann sagt er auch noch, er will das und Dann denke ich mir auch so, ja, Leute, komm, was soll ich schon dagegen haben? Was kann ich dagegen haben? Es sind doch nur nette Zuschauer, die sich freuen. Ich würde niemals was dagegen sagen, wenn jemand mitreitet, weil das einfach richtig peinlich ist. Das ist doch total undankbar und unfreundlich, wenn man dann auch noch gegen die Leute, die einen unterstützen und auch noch einen abonnieren und die Videos gucken und sowas, dann auch noch sagt, ich mag das nicht, wenn ihr mir nachreitet und bla bla. Das finde ich eigentlich richtig undankbar. Finde ich nicht so die feine englische Art, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und jetzt fahren wir halt mit dem Transporter hier mal in den... Doch, warte mal, wir nehmen noch den Transporter und machen jetzt noch so ein bisschen Community-Treffensmäßig und fahren dann mal darüber. So. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen eine Fotosession machen und dann die Aufgaben dann noch ein bisschen bei den Italienern machen und dann... Genau, ja, da fällt. Jawohl. Okay, und da reisen wir jetzt mal hin. Na, bis gleich. Ja, jetzt schauen wir mal, hier alle angekommen. Was, echt? So, was ist denn Lina Pein dort? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Warte mal, ach so, da fangen wir schon hin. Ich frage sie mal, ob sie sich mal aufstellen wollen. So. So. Das wäre natürlich klasse, wenn sie da eine Reihe bilden würden. An der Linie. Dann könnte ich sie nochmal hier alle mal auflisten. Ja, ich sehe, dass ihr hinter mir seid. Ich wollte eigentlich eine schöne Reihe haben, dass ich hier mal so das hier mit den Zuschauern mal so ein bisschen zeigen kann. Damit ich das mal sehe hier. Ja. Lina hat das... Oh Gott! Angriff des Mikrofons! Ah! Fuck, Mother! Was ist nur los? Ich hab irgendwas kaputt gemacht. So. Fuck, ey. Geht das nur jetzt wieder? Nee, irgendwie nicht.
Irgendwie, oder doch? Keine Ahnung. Ich hoffe, das passt jetzt wieder so. Ja. Gut. Da sehen wir auf jeden Fall, wir gehen mal hier so, wir gehen sie mal alle hier so entlang, nicht wahr? Da haben wir... Lina ist etwas unruhig. Etwas unruhig, die Lina. Wir haben hier auf jeden Fall die Emmy Shark Valley und die Sally Eveningly. Peggy-Fans kennen die beiden natürlich. Hier Lina, die ist ein bisschen nervös, die Lina Pine Daughter. Dann haben wir hier die Clara Mighty Side, dann haben wir die Daniela, oh, da muss ich immer so, Daniela Cloud Valley. Dann haben wir hier die Nina Winter Daughter, dann haben wir da natürlich die Raffaella Kingforce, die ist momentan immer dabei, ne, habt ihr schon gesehen. Dann haben wir hier, da stehen zwei ineinander, die Ruby Slowbridge, und wer steht da in der Ruby Slowbridge? Wieso kann ich die nicht anklicken? Die, wer war das? Stephanie? Nee, warte mal. Wer ist das hier? Wer steht denn da? Ruby Slowbridge und wer steht da noch? Wer steht denn da in Ruby? Stephanie Blueweb. Warum stehen die ineinander? In der Reihe ist bei euch nicht so, oder? Dann, wer ist das? Michelle Beebridge ist hier noch. Und dann ist hier noch Kirsten Trentfrost natürlich. Dann haben wir hier noch die Anne Leithart. Die kennt man auch schon von den Bronze Sisters. Hier sind mehrere Bronze Sisters auch da. Und die Maria Birchbrooke ist natürlich auch da. Und die Stephanie Snowhome ist hier mit dabei. Nina Winterdott habe ich doch auch schon vorgelesen, oder? Ja. So sieht das aus. Und vielen Dank, dass ihr euch hier aufgestellt habt. Dankeschön. Hab euch gerade vorgestellt. Müssen wir eigentlich im Stream machen, damit ihr auch wissen, was hier so los ist. Ne? Dann, so. Und da freuen sie sich jetzt alle, ne, wie sie da stehen, dass sie so brav waren. Hier, guck mal, die Justine ist auch da. Justine Snownest von den Fishbombs. Ja, gut. Dann können wir hier eigentlich weiter. Ich wollte jetzt noch schnell die Italiener-Quests machen, glaube ich. Oder ja. Ich wollte die eigentlich schon noch kurz machen. Da könnt ihr jetzt ja nochmal alle mitkommen. Und dann machen wir dann auch noch das Champio. Der Championat, ne? Verstehst du? Das könnten wir natürlich dann noch machen. So. So. Und dann müssen wir hier mit dem Kameraden da reden. Mit Philipp. Oder Flip. Oder wie heißt der? Nein, Philippe. Ja. Wir gucken mal, ob das hier was wird mit Aufgaben machen. Ich bin nicht sicher. So. Und dann, ich glaube, das mit Aufgaben, das lassen wir mal. Oh. Andermal wieder, Michelle. So, wo ist denn jetzt hin? Wo ist denn Philippe jetzt hin? Das, wo ist denn? Da war, wo ist Philippe? Da hinten ist Philippe. So. Mit dem muss ich jetzt gerade mal reden. Philippe, ne? Der hat noch hier Probleme, ne? Dieses verdammte Locke, ja? Was hat er jetzt denn schon wieder angestellt? Er ist abgehauen, dieser kleine Rabauke. Kann er vernichtet damit aufhören, ne? Die Leute das Leben schwer zu machen. Wie kann er es wagen? Du musst ihn finden, Mandy. Halt ihn auf, bevor er noch mehr Unfug anstellt. Und den Ruf unserer ganzen Familie in den Verderben zieht, ja? Was sollen wir denn tun? Warte. Du, das Erste, was wir versuchen, ist Isolde zu treffen, ne? Reite zu Idon Goldspur und warne sie davor, dass Locke auf freiem Fuß ist. Sie muss Isolde in Sicherheit halten, bevor er sie findet. Oh, wenn ich diese kleine Ratte in die Finger kriege, wird er sofort ins Internat gesteckt. Bald ist Mandy, reite zu Idon. Ja, aber das war doch gar nicht Loke. Also ich hab so, da war doch gar nicht das... Ich habe jetzt schon länger nicht mehr weitergespielt, die Quest, aber auf mich machte das doch den Eindruck, als wäre das nicht Loke gewesen. Ja, das hat auf mich so den Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Naja. Und wir reiten jetzt mal hier in unserer geschlossenen Gruppe, hier alle zusammen, ne? Die Girls und ich, die Verrückten, oh, bis zum nächsten Dings hier, bis zur Goldspur Farm, ne? Weil da hoffen wir, dass wir den Rest antreffen. Ja. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wieso habe ich da eigentlich eine Einladung? Ich bin doch schon in einer Gruppe mit Sally Eveningly.
Ja, passt doch. Huch, nein, das ist falsch, oder? Nee, hier kann man auch lang. Kann ich hier lang? Ja. Oh, die Fähre ist gerade da. Da kommen sie alle. Dann können wir mal, reiten wir mal hier rechts rum. Na, so, dann reiten die auch alle rechts rum? Ja, brav, fast alle. So. Und dann hier rauf. Wo muss ich denn hin? Na, er muss schon da rauf, ne? Du hast nun den Global Chat verlassen. Guck mal, da unten kommen sie noch. Seht ihr das? Da kommen die Nachzügler an, da unten. Ja, komm, wir warten auch auf die letzte, ne? Ich möchte ja nicht, dass hier jemand abhanden kommt. So, Sally ist auch da, dann können wir weiter. Nur mal gerade hier darauf gewartet, dass wir auch alle beieinander sind, ja? So, und die Goldspurs, da muss ich doch da hoch, oder? Indudia. Nee, wie heißt die? Wer heißt die denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier durch auf jeden Fall. So. Alle da durch. Alle mitkommen. Oh, wie sie einfach geradeaus durchreiten. Na, ich finde das nicht gut. Da sollte man schon ein bisschen springen können, machen. So. Und hier Idun ist das. Mandy, schön, dass du gekommen bist. Isolde ist nicht da. Ja, wo ist denn Isolde? Elok ist abgehauen. Diese Sandfields können wohl nicht richtig auf ihre Kinder Acht geben. Meine Kinder würden das nie tun. Was haben diese Leute eigentlich für eine Moral? Er muss Isolde entführt haben. So muss das sein. Wenn ich in die Finger kriege, werde ich ihm schon zeigen, was mit den Feinden der Goldspurs geschieht. Warte nur, Loke. Du wirst es noch mit der Wut der Goldspurs zu tun bekommen. Warte, was ist das denn? Hört sich an wie ein Huhn? Tristan, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Was ist los? Oh, da müssen wir mit Tristan reden, oder? Noch mehr Flüchtlinge. Hört das denn nie auf? Da hüpft ein Huhn, ja. Weggezaubert, Alter. Was ist passiert mit Huhn? Und der Tristan, das ist schon so ein... Naja, das ist schon so einer. Was? Man hat ein Huhn gesichtet? Wo ist das hergekommen? Warum ich so nervös wirke? Nein, spinne ich nervös, aber jetzt müssen wir diese verdammte Log finden und ihn ins Gefängnis schicken. Ja, ne? Warum glotzt ihr Hannibal und Alexander so an? Hört auf zu gackern, ne? Das sind nicht meine Hühner. Wovon redet ihr? Aha. Was haben denn Hannibal und Alexander damit zu tun? Die total Küppchen. Wir haben einen ganzen Käfig voller Hühner oben im Silo gefunden. Wir wissen, dass wir dort nicht spielen dürfen, aber wir haben ein paar Geräusche gehört. Und es ist einfach der perfekte Ort, um Verstecken zu spielen. Die Hühner sind lustig, sie wollen auch Verstecken spielen, deswegen haben wir sie freigelassen. Aber haben sie doch nicht überall versteckt und wir finden sie nicht mehr. Wir haben jetzt Hunger und wollen nicht mehr spielen. Was gibt's zu essen, Mama? Wir wollen jetzt essen. Sollen wir die Hühner einsammeln? Nein, warum denn? Das macht doch keinen Spaß. Das kannst du machen, Mandy. Du bist doch so gut beim Verstecken spielen. Essen, essen, essen! Diese Kinder sind so derbst unheimlich. Geh zu Fuß, wenn du es fangen willst. Da ist ein Huhn. Wo ist ein Huhn? Wo ist das Huhn? Wo ist das Huhn? Warte mal. Huhn. Wo ist das Huhn? Wo ist ein Huhn? Ist da irgendwann ein Huhn? Da ist ein Huhn. Da ist ein Huhn, ich muss zu Fuß gehen. Da ist ein Huhn. Da, ich muss es fangen. Ich hab's gefangen. Du hast ein Huhn gefangen. Ach, wie schön. Ach, wie schön das doch ist, ein Huhn zu fangen. Ich muss gerade mal gucken, weil wir haben nicht so viel Zeit, bis das Championat beginnt.